Ja, ja. Ja. Ja, 10. 10.000 Abonnenten, beziehungsweise 12.000 Abonnenten. Aber hey Leute, es tut mir wirklich leid, ihr seid wirklich süß, Leute. Ihr seid wirklich zuckersüß und echt tolle Persönlichkeiten und ihr seid wirklich tolle Menschen. Ihr seid wirklich extrem süß, aber das Ganze geht mir etwas zu schnell. Versteht es nicht falsch, es liegt nicht an euch, es liegt an mir. Ich mag euch halt alle eher so als Freunde, müsst ihr wissen, also wir können ja auch Freunde bleiben. Also ja, 10.000 Abonnenten. Es wird natürlich ein Special geben, so, ne, aber ich habe jetzt noch nicht so wirklich was vorbereitet. Es wird aber auf jeden Fall etwas sein, was von mir für euch ist, so, mit meiner Persönlichkeit mit einbezogen. Und ich glaube, das wird ganz cool. Ich habe mir das so ein bisschen so schon zurechtgelegt im Kopf und ich glaube, das wird ganz lustig, ja. Mein letztes richtige Special, was ich, glaube ich, gemacht habe, war zu 100 Abonnenten und ich glaube, das war eine COD-Montage damals. Ich kann euch die ja mal verlinken. Die Montage bedeutet mir an sich halt richtig viel. Also wer da alles mit dabei ist, wie ich die Clips geschnitten habe und wie die Musik ist und was weiß ich. Und also das Video ist vielleicht nicht das Schönste, ja, oder die Montage, ja, aber die ist voll mit Liebe. Schaut es euch nach diesem Video einfach an, wenn ihr darauf Bock habt, so. Vor allem habe ich im Auto nicht einfach nur die Leute verlinkt, die alle in der Montage zu sehen waren oder so. Nein, ich habe meine komplette PlayStation-Freundesliste von damals verlinkt. Müsst euch halt vorstellen, das ist meine 100-Abonnenten-Special-Montage, ja? Und ich verlinke einfach 50 meiner Freunde darunter. Aber immerhin war die Musik gut. Aber für euch 12.000 Stuckel da draußen fällt mir bestimmt irgendwas Süßes ein. Ich bin ein kreatives Köpfchen, ich wäre sehr kreativ. Huch. Habt ihr gefangen? Okay, der Mülleimer hat den gefangen, auch nicht schlimm. Also wenn ihr gehypt darauf seid, ein 10.000 Abonnenten-Special zu sehen, dann gebt mir doch einfach eine Bewertung auf dieses Video ab. Ist doch zu früh für eine Bewertung, ja, ich weiß, okay, ja, okay, wir streichen das, mach das später, okay. Aber nochmal zu der Sache mit Barca, ja? Ist es nicht extreme Ironie, dass mich Barca öffentlich ein Nobody, ein Randy, ein was weiß ich nennt, ja, jemanden, der unbekannt ist, ja? Und meine Stellungnahme zu dieser Aussage einfach 51.000 Leute sehen? Ich hoffe mal, das war auch deine Intention, Barca. Übrigens hat mir Barca bis heute nicht auf diese Tweets da geantwortet, ne? Nicht ein einziges Mal, nicht einmal irgendwie gesagt, sorry oder ja, okay, die Entschuldigung, meine öffentliche Entschuldigung ja praktisch mit diesem Klick. Hat er bis heute irgendwie ignoriert, so ungefähr. Und es haben ihn insgesamt 2.000 Leute damit angetweetet. Über 2.000 Leute. Dieser Randy hier, dieser Nobody, hat 2.000 Leute dazu animiert, ihn zu fragen, warum er mich Randy genannt hat. Beziehungsweise ich habe mich mit diesem Click-to-Tweet ja auch praktisch in dieser Nachricht, Alter, auch öffentlich entschuldigt, so. Aber ey, ich bin der Randy, der gerade 2.000 Leute dazu animiert hat, das zu tweeten. Was war das gerade für eine Handbewegung? Ich weiß es auch nicht. Aber, und dieser Videostil ist jetzt halt auch hier mit Absicht so gewählt worden, damit halt alle dieses Video anklicken, die sich eben für diese Thematik hier interessieren. Das war jetzt auch wirklich abschließend das letzte Video über diese ganze Sache mit Randy und was weiß ich. Barca wird seine Haltung diesbezüglich halt beibehalten und das wird sich halt auch nie ändern, so. Er kann ja so tun, als hätte er es halt nicht gesehen, ja? Es haben ihn über 2.000 Leute angetweetet. Jeden Tag sieht er mindestens einen Tweet von euch in seiner Timeline. Jeden Tag von dem Scheiß, ja? Ich meine, er muss sich doch halt wirklich so denken, boah, ne, dieser Wichser, ne, jeden Tag sehe ich seine Scheiß-Tweets von seinen Abonnenten in der Timeline, ne? Aber der möchte sich sicher nur an mir hochziehen, deswegen sage ich dazu öffentlich nichts. Aber ich möchte halt wirklich wissen, warum ich jetzt ein Randy bin, weil er kann diese Behauptung halt nicht argumentativ irgendwie belegen. Es ist halt unbegründet, egal was er sagt, und allein deshalb kann er dazu keine Stellung beziehen. Naja, ich weiß, das klang schlau. Gymnasium, Bitches. Ich hätte diesen Click-to-Tweet-Link halt auch direkt aus der Beschreibung rausgelöscht, hätte er sich da irgendwie zu geäußert, aber es war halt nichts, es ist halt nichts passiert, so deswegen habe ich ihn halt drin gelassen, ja. Nein, aber das müsste jetzt halt auch mit dieser ganzen Randy-Sache gewesen sein, so. Ich kann Barca halt auch ein bisschen nachvollziehen. Ich meine, ich bin sicherlich ein nerviger Hurensohn. Nein, das war es jetzt aber wirklich letztendlich. Also, er macht halt sein Ding. Ich mache meine Videos, die ich halt schon seit mehreren Jahren so ungefähr mache, kann man sagen. Und er macht halt seine Videos mit seinem Neffen, wo er halt Haare schneiden geht. Ich meine, das ist sicher auch cool. Ich bin übrigens nach Sammy Slimani auch einer der ganz wenigen YouTuber, bei dem die Zuschauer auf die Augenbrauen achten beim Video gucken. Warum? Was soll mit denen sein, Alter? Ich meine, die sind ganz normal. Sowas nennt man Mimik, okay? Mimik. Ich meine, über 50.000 Leute haben dieses Video gesehen und die Hälfte davon hat gefühlt über meine Augenbrauen geredet. Generell haben denn jetzt halt auch über 50.000 Leute mein Gesicht so gesehen. Also mein Beileid. Meine Mimik ist, glaube ich, so das wichtigste Element überhaupt in meinen Videos ungefähr. Ich meine, stellt euch das einfach mal komplett ohne vor. Jo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Call of Duty Video. Heute verkacke ich hier mit der AK Spray Down tot, tot. Jo, den habe ich gerade hier an der Leiter getötet mit der AK-47. Da kommt direkt der nächste rein, den kriege ich auch. Super Ding, da kommt der dritte rein, den kriege ich auch. Mein Gott, bin ich ein Champion. Who's the best in the game? Who's the best? Get off me! Who's the best? You shit! Fucking cunt! Who's an Cracks an der Stelle? Ich glaube, ich bin tot. Ja, tot. Er hat aber auch gut getroffen. Ja, macht das so Spaß, so eine Facecam? Sagt es mir. Ihr seid bestimmt alle ja, weil ihr mich ärgern wollt, aber tief innen drin mögt ihr mich doch, oder? Oder? Ah, ich sehe den nicht mal. Die, Motherfucker, die. Oder soll ich einfach mal so spielen hier? Da sieht das cooler aus, Ja, hey Leute, Alter, das macht ja Bock hier so zu spielen. Alter, richtig geil. Na, wie gefällt euch das, Alter? Get
Get fucking shit on. Irgendwas stimmt nicht mit mir, irgendwas stimmt nicht mit mir. Aber um die Sache mit Wasser jetzt nochmal komplett abzuschließen, ja? Das war's wirklich, ja? Jetzt versprochen, ja? Der Typ ist halt auch viel zu irrelevant, dass ich denn nochmal über den rede. So, ich meine, guckt euch mal an, wie viele Abos er am 10.01. gemacht hat. Guck mal, wie viele Abos ich am 10.01. gemacht habe. Also, ich meine, was ein Randy, sind wir mal ehrlich. Der sucht nur Aufmerksamkeit. Randy. Also, ich meine, das war einer zu viel, oder? Okay, ich weiß schon, reicht schon. Haptik hat mir übrigens auf Twitter entfolgt. Also, er hat wahrscheinlich so gedacht, also, ich merke das so nicht, aber ich meine, ich bekomme sowas mit, Haptik. Ich bekomme so etwas immer mit. Übrigens hat Haptik mich auf Snapchat geaddet, ja? Also nicht ich ihn, er hat mich geaddet. Wollte ich nur mal klarstellen. Quasi, er ist der Fan. Ja. Ja, ich glaube, die Aussage fand er nicht so ganz lustig. Also Haptik, du hast jetzt 48 Stunden Zeit, mir zurückzufolgen oder mir zu erzählen, warum man mir nicht mehr folgen sollte. Verstanden? Also ich meine, wenn du das nicht machst, ja? Wenn das nicht innerhalb 48 Stunden passiert, ja? Dann, mein Freund. Dann passiert was. Ja, vielleicht aber auch nichts. Man weiß das nicht ganz genau. Was machst du dann? Aber Leute, dankeschön, dass ihr dieses Video bis jetzt gesehen habt. Und wenn es euch gefallen hat, dann denke ich mal, wisst ihr, was ihr machen müsst, damit ihr mir zeigen könnt, dass euch dieses Video gefallen hat. Aber ja, zeigt mir einfach, wenn euch das Video gefallen hat. Aber das war's für heute von mir. Schaut dann Hex Rambo, Bertolt Brecht und dann Gerd Postel. Ach ja, nochmal an Cem. Weißt du eigentlich, wie es sich anfühlt, wenn der auf einmal bei Twitter nicht mehr steht, folgt dir? Als ich das gesehen habe, wollte ich dir natürlich direkt eine DM schreiben, aber es geht ja logischerweise dann nicht mehr. Und dann habe ich bei Snapchat dich angesnappt und da hattest du dann auch nicht mehr drauf geantwortet. Und ich habe mich halt an unsere schönen gemeinsamen Zeiten halt auch irgendwie zurückerinnert. Und denn... Komm schon. Get off me! Who's the best? Wir können ja auch Freunde bleiben. Oder? Huch.